Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge zum Drachenschwanz Karl. Mein Name ist Stefanie, ich bin Multikreativ und ich möchte euch einladen, Drachenschwänze zu stricken. Jede Menge, ganz viele. Ich habe ein Videotutorial gedreht. Mein erstes Tutorial überhaupt. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und oder ihr findet es eben auf meinem Kanal. Und darin zeige ich euch, wie man einen Drachenschwanz mit I-Cord-Kante anfängt. Und gebe euch ein paar Tipps und erkläre euch, wie grundsätzlich so ein Drachenschwanz aufgebaut ist. Und alles Weitere ist einfach eurer eigenen Kreativität überlassen. Der Drachenschwanz Karl startet ab sofort und er endet am 30. November. Ihr könnt eure Bilder von dem fertigen Drachenschwanz könnt ihr bei Instagram posten, und zwar unter diesem Hashtag. Schreibt den Hashtag auch noch mal unten in die Videobeschreibung rein. Oder ihr schickt mir euer Bild von eurem fertigen Drachenschwanz per E-Mail bis zum 30. November an die E-Mail-Adresse, an diese E-Mail-Adresse, die ihr auch unten in der Videobeschreibung noch mal findet. Und ja, ich werde Anfang Dezember dann auch 3 Gewinner auslösen. Was es zu gewinnen gibt, lasst euch überraschen, wird aber was Schönes, da bin ich sicher. Ansonsten gewinnt ihr auf jeden Fall einen Drachenschwanz dazu. Wer bis November 2 oder 3 Drachenschwänze findet, erhöht auch seine Gewinnchancen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ihr jetzt auf Teufel komm raus aus dickem Garn viele Drachenschwänze strickt, sondern gebt euch Mühe, ne? Ob ihr den aus dünnem Garn strickt oder aus dickem Garn. Ich habe bewusst die Dauer jetzt so lange gewählt, damit auch die Strickschnecken unter uns eine Chance haben, einen Drachenschwanz fertig zu bekommen, eventuell auch aus Sockenwolle, was ja dann doch recht dünn ist. Ich möchte euch aber jetzt in diesem Video einfach noch mal ein paar Beispiele zeigen für Drachenschwänze. Ich habe ein paar ja schon fertig gestrickt. Es sind auch 2, die ich euch zeige, die ich nicht selber gestrickt habe. Aber einfach, um euch Anregungen zu geben, wie unterschiedlich so ein Drachenschwanz aussehen kann. Da wäre mal zuerst mal der neueste, den ich gestrickt habe, den ich fertig bekommen habe. Das ist ein Drachenschwanz für Kinder und das ist aus Schachenmeier Bravo. Das ist ein Polyacrylgarn. Das habe ich, glaube ich, mit 4,5 Nadel gestrickt und das ist komplett aus Resten gestrickt. Ein schöner, bunter Drachenschwanz für Kinder. Mir persönlich wäre er zu kurz. Der passt also nicht wirklich um den Hals. Und ihr seht diese schönen Zacken, ihr seht diese schöne Kante. Das ist also wirklich mit Knit Front Back, so wie ich es in meinem Tutorial auch erkläre, die Kante. Ein sehr schöner Drachenschwanz. So, den habe ich selber gestrickt, das ist der letzte. Jetzt zeige ich euch einen, den hat meine Schwester mir gestrickt. Das ist also ein Drachenschwanz mit Lochmuster, mit sehr viel Lochmuster. Moment, hier ist der Anfang. Hier geht's los. Also der ist ziemlich schmal und dafür aber sehr lang. Und sie hat dafür wohl so eine sich selbst musternde Sockenwolle verwendet. Und ich glaube, jede vierte Reihe oder so Lochmuster gemacht, wenn ich das richtig sehe. Jede Menge Lochmuster rein und hat relativ wenig Maschen abgenommen, so dass er hier nach hinten raus dann doch relativ breit wird. Und hier ist dann das Ende. Und der ist, wie gesagt, der ist sehr lang und sehr schmal aus Sockenwolle, aber ein sehr schönes Teil. Den hat, wie gesagt, meine liebe Schwester Rosi mir mal gestrickt. Und ich trage den auch sehr gerne. Ich finde den sehr schön. Tolle Farbe.
Dann habe ich noch einen fertigen hier. Den hat meine Tochter gestrickt. Und der ging hier, das ist das war ein Polyacrylgarn von Action. Und zwar so ein wunderschönes, das waren zwei Knäule, so Farbverlaufsbobbel, die sie aneinander. Und das ging hier mit Gelb raus. Und sie hat also wirklich hier so schön diese I-Cord-Kante gestrickt, wie ich sie auch in meinem Tutorial zeige. Und sie hat aber hier mit einer Lochkante zugenommen, mit Löchern am Rand zugenommen. Und ihr seht, so geht es weiter. Der ist auch richtig schön breit geworden und endet hier. Ja, dann habe ich zwei Drachenschwänze, die ich gerade in Arbeit habe. Wer meine Videos regelmäßig guckt, kennt die auch schon. Das ist zum einen das Einhornzebra. Da ist wieder die Kante, auch wieder mit KFB zugenommen. Und da unten seht ihr die schönen Zacken. Und das ist ja zum Beispiel ein Beispiel für einen Drachenschwanz, den ich mit zwei verschiedenen Farben stricke. Und zwar zum einen mit diesem herrlich bunten Garn. Das war ein Überraschungsstrang aus dem Weihnachtsabo von Opal, vorletztes Jahr, glaube ich. Den habe ich mal geschenkt bekommen aus dem Wolltaxi, glaube ich. Und das kombiniere ich mit dieser selbst gefärbten Sockenwolle, also die habe ich selber gefärbt. Und das Ganze gibt halt diesen wunderschönen Farbverlauf. Also ist jetzt ein bisschen kompliziert, euch zu erklären, wie ich das abwechsel. Also ich habe hier teilweise Bereiche, wo ich nur eins der Garne verwende und Bereiche, wo ich sie auch abwechsel. Also ganz unterschiedlich. Das wird sehr schön und ist sehr schön bunt. Ja, der wächst langsam, aber stetig. Und ihr seht, da habe ich noch sehr viel dran zu stricken. Da muss ich auch mal endlich weitermachen, weil der wird einfach traumhaft schön bunt. Den zweiten Drachenschwanz, den habt ihr in letzter Zeit öfter gesehen. Das ist mein sogenanntes Unterwegsprojekt. Das stricke ich also immer im Auto. Und das ist dieser wunderschöne bunte Drachenschwanz. Das Garn ist von der lieben Steffi von Queen of Hearts Yarns. Und da stricke ich wirklich komplett mindless. Das heißt, ich zähle bei diesem hier nicht die Rippen. Ich mache die Zacken ganz unregelmäßig und auch die Lochreihen mache ich komplett unregelmäßig. Also das heißt, immer wenn ich denke, oh, ich könnte mal wieder einen Zacken machen, dann nehme ich ein paar Maschen ab. Und immer wenn ich denke, ach, ich mache jetzt eine Lochreihe, dann mache ich eine Lochreihe. Und der hat jetzt eine wirklich schöne Breite. Die finde ich richtig toll. Und wenn ich mir den jetzt umlege, so mal, dann seht ihr, der hat jetzt eigentlich schon fast eine gute Länge erreicht. Da kommt aber, das ist der letzte Rest von dem ersten Knäuel. Und da kommt aber noch ungefähr ein halbes Knäuel ran. Und dann ist das richtig schön, richtig schönes, langes, großes Tuch. So wie ich es liebe. Und ich finde den einfach nur toll von den Farben her. Ja, das sind mal einfach so Beispiele, genau. Und dann noch das, was ich anhabe. Das ist tatsächlich der allererste Drachenschwanzschal, den ich gestrickt habe. Den würde ich so heute nicht mehr stricken, ganz sicher nicht. Der ist aus Merino Cotton Silk von Supergarn gekommen. Das ist ein Garn aus Merino, Baumwolle und Seide mit Polyacryl gemischt. Und hier ist der Anfang, da sieht man die Zacken noch sehr schön deutlich. Zugenommen habe ich da mit Umschlägen, die ich offen abgestrickt habe. Dadurch sieht man so ein bisschen die Löcher. Also man sieht sie nicht sehr deutlich. Die sind recht klein, die Löcher. Da sieht man es jetzt so ein bisschen. Der ist mir jetzt eigentlich deutlich zu schmal. Also das ist, glaube ich, so die breiteste Stelle.
das ist mir zu schmal. Aber ja, dafür ist er sehr lang und es ist ein sehr schönes Sommergarn und von daher kann man den sehr schön einfach so und dann noch einmal rum, so. Und dann hat man für den Sommer ein leichtes Sommertuch und das ist durchaus tragbar, aber wie gesagt, ich würde den heute so nicht mehr stricken. Und der ist jetzt zum Beispiel mit einer ganz normalen Kante gestrickt, also der hat keinen I-Cord. Was aber für so ein Sommertuch auch eigentlich völlig in Ordnung ist und es ist trotzdem eine saubere Kante, ne? Kann man also nichts sagen, aber heutzutage mag ich es also definitiv lieber mit diesem I-Cord dran. Als ich den gestrickt habe, das ist schon ein paar Jahre her, da war I-Cord noch komplett unbekannt für mich. Da wusste ich noch nicht, was das ist. Ja, ihr Lieben, strickt Drachenschwänze. Der Drachenschwanzschal, der Drachenschwanzkarl startet ab sofort, wenn dieses Video online ist. Unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal alle Informationen, die ihr braucht. Natürlich, logischerweise, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr müsst, um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, mindestens 18 Jahre alt sein. Facebook, YouTube, Instagram haben nichts damit zu tun. Das ist einzig und allein meine Geschichte. Rechtsweg ist ausgeschlossen, hatte ich schon gesagt. Es wird 3 Gewinner geben, die werde ich am Anfang Dezember auslosen. Die werden dann auf diesem Kanal beziehungsweise auch per Nachricht auf Instagram, sofern ich das schaffe, benachrichtigt. Aber bleibt, folgt einfach, wenn ihr teilnehmt, ist es sinnvoll, wenn ihr weiter diesem Kanal folgt. Sollte sinnvoll sein, dass ihr diesen Kanal dafür abonniert habt. Oder schaut halt regelmäßig, ob es ein neues Video von mir gibt, vor allen Dingen dann im Dezember, wenn ich dann eben Anfang Dezember die Gewinner bekannt gebe. Ihr müsst natürlich auch damit einverstanden sein, dass ich dann, wenn ihr im Falle, dass ihr gewinnt, hier auf diesem Kanal euren Namen nenne. Da hat eine andere YouTuberin wohl etwas Probleme mit gehabt, dass es da Ärger gab mit Namensnennung. Also da müsst ihr schon mit einverstanden sein und ihr müsst auch damit einverstanden sein, dass ihr im Falle des Gewinnes mir dann eure Adresse gebt, damit ich euch den Gewinn auch zuschicken kann. Es ist logisch, dass ich alle Daten und alles danach wieder lösche. Das ist ja logisch. Ist ja selbstverständlich. Ja, ich bin gespannt. Postet eure Bilder, wenn möglich, bei Instagram unter, ich blende ihn nochmal ein, unter diesem Hashtag oder schickt mir eine E-Mail-Adresse an diese Adresse. Ihr findet alles nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich wiederhole mich, aber man kann es ja nicht oft genug sagen. Und jetzt lasst uns Drachenschwänze stricken. Ich bin so gespannt auf eure Kreativität. Lasst eure Kreativität freien Lauf. Überschwemmt das Land mit Drachenschwänzen. Gibt nichts Schöneres. Ich liebe die Dinger einfach. Die sind so toll zu tragen und man kann sich so daran austoben. Und es ist im Grunde genommen, ist es mindless Knitting. Also wenn man überlegt sich am Anfang, wie man stricken will und dann strickt man einfach drauf los und dann braucht man nicht mehr viel drüber nachzudenken. Schaut euch mein Tutorial an und wenn ihr Fragen habt, gerne her damit. Ein letztes noch, ich werde eine WhatsApp-Gruppe gründen, extra für den Drachenschwanz-Karl. Wenn ihr in diese WhatsApp-Gruppe rein möchtet, was nicht unbedingt notwendig ist, um teilzunehmen, aber wenn ihr da rein möchtet, schickt mir bitte eine Nachricht auf Instagram oder über E-Mail oder auch auf Facebook und dann werdet ihr hinzugefügt. Beziehungsweise wir tauschen dann Handynummern aus und dann kommt ihr auf irgendeine Weise in diese Gruppe hinein. Und ja, dann hören wir uns und ich freue mich unglaublich darauf, was ihr für Bilder zeigt, was ihr für Drachenschwänze strickt und ja, ich hoffe, dass ich so richtig so ein Mega-Virus in die Welt gesetzt habe jetzt damit. Ich meine, ich bin ja nicht die Erste, die Drachenschwänze strickt, aber ich glaube, es gibt wenige, die so begeistert davon sind. Weiß ich nicht. Vielleicht ihr jetzt auch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Legt los. Ciao.